Geschmiert, nein, Spaß. Okay, ganz ruhig. Okay. Moin Leute, und in diesem Video geht es um eine Challenge mit einem... Hey. Okay, in diesem Video geht es um... Was geht's eigentlich? In diesem Video geht es um eine Challenge. Und was brauchen wir dazu? Einen Special Gast. Und hier mit Rubin auf. Das war dein Einsatz. Ja. Felix, Applaus bitte einmal. Alles klar. Okay, also das Prinzip des Videos ist einfach so: Wir haben drei Aufgaben, die wir selber nicht wissen, die werden uns gleich gestellt. Und der Verlierer bekommt einen Punkt und. Der Verlierer bekommt einen Punkt und wer zuerst drei Punkte hatte, der hat verloren und am Ende gibt es eine Strafe. Also bleibt dran und viel Spaß. Jo Freunde, was geht? Christi und ich wollen gleich ein kleines Video drehen und zwar eine Challenge. Und das dritte Spiel ist, wir wollen halt eine Wasserflasche austrinken und wer als erstes die ausgetrunken hat, hat gewonnen. Und da mich ja vor zwei Videos geprankt hat, möchte ich ihn jetzt zurückpranken. Und zwar mit Salz. Du wirst jetzt ein bisschen beeilen. Komm schnell mal mit. Wir haben jetzt zwei Wasserflaschen und eine davon macht jetzt schön viel Salz rein und die darf man nachher trinken. Kommt der? Gehen mal ablenken. Scheiße, er kommt. Kommen wir zur ersten Challenge. Wer zuerst lacht, verliert. Ich muss kurz meine Muskeln. Ja. ihr müsst euch noch dabei angucken, ne? Erster Titel. Scheiße! Das war gleichzeitig, oder? Wer zuerst drei Punkte hat, gewinnt dieses Match. Okay. Verliert. Ja, verliert. Ja, mein. Okay. Akte Wix. Junge, ich muss nicht mehr wegen dem Ding lachen, weil er einfach nur so dumm guckt. Ja, das ist ja auch die Challenge. So. Ja, okay. 1-0 für Kuschel. Warte. So, zweiter Titel. Ja, bin bereit. Cockzilla. Junge, ich sehe nur so ein 3D-Spritzer auf mich zukommen. Steht 2-0. 2-0 für okay. Felix. Letzter Titel. Es wird geschluckt, was in den Mund kommt. Fäkalschlacht im Analschacht. Scheiße! Fuck! Okay. 2-1. Gaywatch, die Riesenschwänze von Malibu. Scheiße! Okay, 2-2. Ist jetzt echt, wer jetzt gewinnt, hat diese jetzt Runde kommt gewonnen. Die Entscheidung. Entscheidungspunkt. Matchball für euch beide. Geht los. Herr der Penisringe. Im Wald wird hart geknallt. Die Runde geht an mich? War sie gleichzeitig vielleicht. Ja, das war die erste von den drei Challenges. So, das erste Spiel der drei Matches geht an Krischi. Ich hab nur eine Chance gelassen. Das zweite Spiel geht um Schätzen. Schätzen? Dafür brauchen wir Papier und Stift. Richtig. Geil, Handy. Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Oh, das ist ja wohl ein absolutes neues Format auf YouTube. Das gab's noch nie, meine Damen und Herren. Nicht? Was haben wir denn hier? Okay, und was habe ich denn hier in meiner Hosentasche? Zufälligerweise zwei Stifte. Das ist ja wohl sensationell. Ich stelle euch eine Frage. Ihr müsst antworten. Wer näher dran ist, gewinnt den Punkt. Wer zuerst drei Punkte hat, ist der Gewinner der Runde. Okay, ich hab Bock drauf. Du kannst was sehen. Ich weiß echt nicht, was jetzt für Fragen drankommen. Das ist irgendwie cool. In welchem Jahr fand die Markteinführung der Playmobil-Figuren statt? 3. Oh. 2. Okay, ich hab. 1980 hat Krischi. 1955 hat Felix. Oh. Das Jahr war 1974. Ja! Geil!
geil, Mann! Wie viele Spiele absolvierte Franz Beckenbauer für die deutsche Nationalmannschaft? Alter, er guckt voll Fußball, ich guck überhaupt keinen Fußball. Also nochmal. Zu der Zeit hat auch Felix. Wie viele Spiele hat er gespielt? Nationalspiele? Als National, für die Nationalmannschaft, okay. Ja. Okay, okay, geht los? Geht los. Felix hat 70, Krischi hat 125. Und Franz Beckenbauer hat 103 Spiele gemacht. Ey, ich hab ja so ein geiles. Ja, ja. Was ist denn mit dir los? Kommen wir zur dritten Schätzfrage. Okay, schafft das noch. Wie viele Weihnachtsbäume werden in Deutschland pro Jahr verkauft? Ich hab 40 Millionen. 40 Millionen, ja, kann man gerade so sehen. Felix, 40 Millionen? 20 Millionen. Das ist sehr witzig. Jetzt 30. Weil die Antwort ist 30. Wie viele Liter Bier werden in Deutschland pro Kopf jährlich getrunken? So. 400 Liter. 120 Liter und 400 Liter. Die Antwort ist stolze 100 Liter Bier. Scheiße! Na, das ist 400 Liter Bier. Trinkst du über 1 Liter Bier am Tag, oder? Ja, ich dachte, ich habe halt so gerechnet, jeden Tag ein Bier und ab und zu ein bisschen mehr. Da bist du aber gut dabei unter der Woche. Nächste Frage. Wie viele Menschen in Deutschland nutzen ein Smartphone? Okay. Geht los. Oh, 20 Millionen habe ich. Und? 15 Millionen hat Felix. Die Antwort ist 40 Millionen. Yes! Ich habe gewonnen! Ja, Mann! Also ich habe jetzt 2 Spiele von 3 Spielen gewonnen. Da wir aber noch ein drittes Spiel vorbereitet haben, wollen wir euch das auf jeden Fall auch noch zeigen. Und dann kann Felix noch einen Ehrenpunkt für die nächsten Serien, für die nächsten Folgen sammeln. Also würde ich sagen, let's go! Wer kann zuerst 1 Liter Wasser austrinken? Alter, wir waren gerade essen. Wir waren gerade bei den Griechen. Okay, dann guck mal her. Und ich hoffe, das ist jetzt kein Prank oder so, ne? Ah! Salzwasser! Du hast das Wasser fast schon gerade geholt. Schätz, nee. Okay, hab's nicht. Ja, für dich. Vielleicht hab ich da was reingemacht. Ja. Okay. Hanna? Okay. Ey, wir müssen die hier hinstellen. Hast du dir gesagt oder so? Du kannst ausgehen. Nein, wir müssen die erstmal hier hinstellen. Okay. Ist nicht. Ist versprochen, ist nicht. Nee, ich kann auch die nehmen von mir aus. Nee. Und danach kommt ja sowieso dann die Strafe, ne? Die muss er ja sowieso machen. Danach kommt die Strafe. Gut. Also ist jetzt nur noch ein Ehrenpunkt für die nächste Folge. Und danach kommt die Strafe, also dranbleiben, meine Damen und Herren. Werbung! Auf die Plätze. Fertig. Los! Digga! Willst du mich verarschen? Digga! Das ist Salzwasser! Wollt ihr mich Willst du mich verarschen? Du hast meine Zeile rausgeschlagen fast, Junge! Digga, ich kotz gleich! Alter, du bist so ein erbärmlicher Verlierer. Guck mal, ich gebe ihm noch die Chance, einen Ehrenpunkt zu kriegen. Und dann macht er sowas. Das bekommst du so zurück, ne? Junge, das war die Rache von dem scheiß Burger-Video. Oh. Und ich sag auch noch, Prank, ich hab Salzwasser. War das, wann hast du das gemacht? Ich hab das doch aufgefüllt. Gerade eben, als du drinnen warst. Das ist ja wohl eine richtige Frechheit. Das bekommt er so zurück, meine Damen und Herren. Das bekommt er so zurück. Ich hab richtigen Schluck so. Guck mal, man drückt ja so, weißt du, zum Schnelltrinken. Und ich drück so richtig meinen Hals rein. Und ich merk so, das ist. Ich hab das doch selber reingemacht. Ey, was ist da los? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war halt so eine Challenge. Krischi versus Felix. Felix versus Krischi. Warum geht der Tasche wieder zurück? Der muss wieder zurückgeben. Okay, Leute, das war das Video. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Viel Spaß mit den anderen Videos. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Und danach kommt er sowieso dann die Strafe, ne? Die muss er ja sowieso machen. Danach kommt die Strafe. Also es ist jetzt nur noch ein Ehrenpunkt für die nächste Folge. Und danach kommt die Strafe. Also dranbleiben, meine Damen und Herren. Werbung!